Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute habe ich für euch Ride, das wir zusammen testen werden. Und das Spiel ist eigentlich eine Motorrad-Racing-Simulation, wenn man so will. Und das Geile an dem Spiel ist, es hat 15 Strecken, glaube ich, bisher. Und die Strecken sind nicht alle normale Rennstrecken, sondern auch normale Straßen, normale Orte auf der ganzen Welt verteilt. Und das klingt doch eigentlich schon ganz geil. Dann, die Grafik sieht geil aus, es soll viele Motorräder geben. Und ja, ich spiele heute die Demo hier zum Antesten und nehme euch einfach mal mit auf eine Runde mit dem Motorrad. Ich spiele das Ganze mit dem Controller, weil ich denke, Racing-Spiele sind immer noch am besten, wenn man kein Lenkrad hat, mit einem Controller. Und ja, gut. Als erstes wähle ich einfach mal Schnellmodus. Ich habe jetzt hier das Spiel noch nicht, noch nichts probiert. Ich habe noch kein Rennen gefahren. Ich dachte mir, ich nehme euch gleich beim ersten mit. Schnelles Rennen, damit ihr auch alles seht. Hier können wir noch das Bike wechseln. Gibt nur drei hier. Okay, ihr seht schon, es gibt nicht nur Supersport-Motorräder, sondern auch normale. Aber wir wählen natürlich die Ninja ZX-10R. Okay, dann gucken wir kurz die Strecken. Und ihr seht schon hier, die Strecken sind nicht alle Rennstrecken. Also schon Rennstrecken, aber nicht, ja, wie soll ich sagen. Also hier zum Beispiel durch eine Stadt durch Miami, sehe ich gerade. Hier Mailand, Frankreich und so weiter. Ist schon ganz geil. Hier ist noch eine durch den Wald. Okay, wir nehmen mal hier Sierra Nevada in Amerika. Und jetzt können wir hier nochmal wählen. Ah, das ist die ganze und das ist die Club. Okay, wir nehmen mal die ganze. Sehr gut. Rennoptionen. Runden 3. Sehr leicht, das passt. Fahrphysik. Ja, ich würde sagen, ich lasse das mal fürs Erste. Rewinds, was sind Rewinds? Ah, zurückspulen, okay. Ja, stelle ich mal. Okay, ist schon auf dem Maximum. Gut, dann gehen wir mal zurück. Und ich würde sagen, Rennen starten. Ihr seht schon, die Grafik ist wirklich geil. Und ihr habt hier noch ein paar Infos über die Motorräder während dem Ladebildschirm. Das Ding hat 200 PS. 112 Newtonmeter bei 11.500 Umdrehungen, ist ein 998 Kubik Reihenmotor, sehr interessant für die, die es interessiert. Und ja, okay, das ist das Bike. Was war das denn jetzt? Okay, lädt es halt nochmal, lesen wir nochmal ein paar Infos. So, jetzt geht's los. Ihr seht schon, die Grafik ist jetzt nicht das Beste vom Besten überhaupt, aber sieht schon ganz geil aus und ihr werdet gleich sehen, die Motorräder und die Bewegungen und so. Ja, ich will endlich starten. Ja, ihr werdet die Bewegungen und so vom Fahrer und ist schon ganz geil gemacht, muss man echt sagen. So, gucken wir mal. Natürlich. Jo, jo, jo. Okay, schon ein Riesenfail am Start. Egal, die holen wir uns. Ich werde jetzt einfach mal nicht durch die Kameras wechseln. Einfach nur hier durchhauen. Und versuchen, die Typen da vorne einzuholen. Die praktische Ideallinie. Oh. Ja, wir kommen näher, ne? Näher, oh. Stopp, Kollege. Hier noch die verschiedenen Kameraperspektiven. Natürlich auch ganz geil, aber. Oh, im Helm. Das ist natürlich auch ganz geil. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier die Kurve kriege. So, so ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich denke, so haben wir die größte Chance, hier irgendwas zu reißen. So, geht aus dem Weg. Ich komme. Oh. Oh, shit. Klein wenig berührt hier, aber macht gar nichts. Ja, verpisst euch. Ein bisschen im Windschatten fahren.
Oh. Und jetzt. Ah, shit. Voll verkackt. Oh, shit. Okay, Leute, ihr seht schon, es ist auf sehr leicht eingestellt. Und wie Motorradspiele halt so sind, sind sie nicht wirklich einfach. Von Anfang an. Also man muss sich da schon ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen reinspielen und... Oh shit, oh shit, oh shit. Ich spiele hier übrigens mit einem PS3-Controller, den ich an meinen PC angeschlossen habe. Weil, wie gesagt, Racing-Spiele muss man fast mit dem Controller spielen, mit der Tastatur. Ich weiß nicht. Ist irgendwie schon nicht so geil. Man hat nicht so geil Gefühl wie hier. Oh shit, das war knapp. So, jetzt komm schon. In Schatten. Die ziehen mir locker davon. Seht ihr das? Oh shit. Oh. Das war ein bisschen schnell. Ich bin Sechster. Siebter. Fuck. Ja, komm schon, komm schon. Ja, und wie gesagt, ihr seht schon. Ja, verpiss dich doch. Es ist nicht leicht. Es ist wirklich verdammt nochmal nicht leicht. So, gleich schnell. Jetzt holt er uns, oder was? Ich habe das Gefühl, wenn ich ohne Hilfen fahren würde, hätte es uns schon 30 Mal auf die Fresse gehauen. Und jetzt... Oh. Davon ziehen Vierter, sehr nett. Wie gesagt, ohne Hilfen hätten sie uns, denke ich mal, schon 30 Mal auf die Fresse gehauen. Aber so geht das eigentlich. Und ich hoffe, wir werden noch Erster. Das wäre schon geil, das erste Spiel, die erste Runde und gleich Erster. Aber shit, nein, fuck. Okay, irgendwie kann ich zurückspulen. Moment mal kurz. So, sehr gut. Mache ich einfach mal. Voll frech und so. Voll die Cheaterei eigentlich, aber was soll's. Ist das alles oder was? Okay. Vollbremse und nochmal dieselbe Scheiße. Das ist doch kacke, wenn ich hier nicht weiter zurückspulen kann oder was. Fuck, jetzt habe ich's verkackt. Jetzt habe ich's echt verdammt nochmal verkackt. Ich frage mich, ich habe doch auf 9 eingestellt. Wieso kann ich nicht mehr zurückspulen? Doch scheiße, jetzt bin ich Achter. Nee, was... Oh, fuck. Okay. Das soll uns mal nicht davon abhalten, hier noch ein paar Plätze zu hocken. Bin jetzt auf dem Psychotrip. Jetzt ist mir alles scheißegal. Ich hole mir jetzt jeden, den ich kriegen kann. Da vorne sind die zwei schon wieder. Das ist... Ja, was soll ich sagen? Die holen wir noch. Wir haben noch eine verdammte Runde. Ja, kommt schon. Der Windschatten funktioniert ja mal gar nicht hier. Aber ich muss sagen, die Grafik und die Animationen, sieht wirklich alles irgendwie geil aus. Besonders für ein Motorradspiel gibt es ja nicht wirklich viele. Also viele, die man ernst nehmen kann. Und ich denke, dieses hier könnte echt leicht so eins werden. Wäre geil wieder mal. Ich kenne nur die... Also ich habe nur die MotoGP-Teile von früher aufgespielt und das war schon ganz geil. Aber halt, wenn man das heute vergleicht mit der Grafik und dem Ganzen, ist halt schon eine ganz andere Nummer. So, jetzt kommt, Leute. Komm, komm, komm. Piss dich, Mann. So, yeah, wir sind wieder Vierter. Sehr geil, sehr geil. Perfekte Ideallinie hier. So, Dritter wäre schon geil. Den holen wir noch hier vorne. Habt ihr mir das? Oh, die Todeskurve hier. Nicht nochmal. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt. Ups, jetzt habe ich aus Versehen. Nee, ich bin wieder Sechster. Ach, shit. Okay, dafür fahren wir jetzt die Runde in der Helmkamera zu Ende. Damit wir das auch noch ein bisschen ausprobieren können. Shit, das ist schön. Ist ganz geil, aber ist verdammt nochmal. Leute, ich glaube es nicht. Oh, wir werden noch Vierter. Wir werden noch Dritter mit dieser Kamera. Guckt es euch an. Ich bin voll im Spiel, Leute. Das ist
verdammt nochmal geil. Wow. Okay, nicht übertreiben. So. Sehr geil. Und noch ein Wheelie zum Schluss. Nee, geht nicht. Okay, immerhin Vierter. Ja. Ich muss echt sagen, es macht verdammt nochmal Spaß. Glückwunsch. Du hast dir gerade deine ersten Credits verdient. Gib Credits für dein Bike aus, um es noch stärker zu machen, kaufe dir neue Accessoires oder investiere in ein neues Modell. Ja, okay, ich habe gerade meine ersten Credits verdient und ja, wie der Typ gesagt hat, ihr seht auch im Hintergrund, es gibt viele, viele Bikes, viele geile Bikes, viele hässliche Bikes und ja, das Spiel macht echt verdammt Spaß. Ich war gerade voll im Zeug drin und obwohl ich Vierter wurde, ist scheißegal, es macht verdammt nochmal Spaß. Ja gut, das war es eigentlich von meinem kurzen Test. Ich gehe jetzt nochmal kurz weiter, gucken, ob da was kommt. Ah, wir sehen hier noch die Aufstellung. Naja, gehen wir weiter. Und jetzt sind wir wieder beim Ladebildschirm. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch versucht, einen kleinen Einblick in das Spiel Ride zu geben. Und ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare oder drückt auf Abonnieren. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.